Hallo und einen wunderschönen guten Tag aus dem wunderschönen Alanya. Schaut euch mal das Wetter hier an. Heute haben wir es wirklich schön. Leider nur so 16 Grad. Ich will mich aber nicht beschweren. Wir haben heute den 13. Dezember 2023. Und ja, ich will euch mal von einer Geschichte erzählen, die mir jetzt gerade passiert ist, wo ich euch ein bisschen warnen möchte, wenn ihr zum Beispiel hier was online bestellt. Ich bin nämlich betrogen worden. Ich gehe fest davon aus, dass das Absicht war. Und ich kann da jetzt auch nichts mehr gegen tun, so wie es aussieht. Ist alles ein bisschen ärgerlich, aber ich will euch mal ein paar Hinweise geben, wie ihr zu verfahren habt, wenn euch das passiert, ja. Wir haben hier ja mehrere Wohnungen hier hinten, zwei Straßen weiter. Die sind schon eine längere Zeit fertig. Und da waren noch so ein paar Kleinigkeiten, da musste nochmal was nachgestrichen werden. Da hat nochmal eine Steckdose gefehlt, hier hat nochmal ein Griff gefehlt. Das ist jetzt aber alles in Ordnung, ja. Und die Handwerker müssen jetzt nicht mehr in die Wohnungen rein, schon seit... Bestimmt seit 2 Monaten eigentlich fast nicht mehr. Ja? Also habe ich gedacht, jetzt wird's mal an die Zeit, mal sich eigene Schlösser zu besorgen. Da sind ja Schlösser dabei. Die haben uns auch einen Schlüssel gegeben. Aber wie das halt immer so ist, bei so einem Schloss sind halt 3 bis 5 Schlüssel dabei und maximal 2 Schlüssel sind noch da. Ja? Einer hat der quasi Hausmeister und einer haben wir. Und irgendjemand hatte noch mal einen anderen Schlüssel, der ist verloren gegangen oder was auch immer. Also ich packe lieber mal in jede der neuen Wohnungen dann ein neues Schloss rein. Wir saugen da auch noch mal durch und dann kann die erstmal so stehen bleiben. Und dann geht auch keiner mehr rein und macht mal ein Fenster auf oder zu, wenn es mal regnet. Ich bin ja hier in der Nähe und kann dann halt selber immer gucken. So, da habe ich dann online, weil ich das weiß, in den Läden kriege ich nicht dasselbe Schloss 5-mal. Ich hätte gerne dasselbe Schloss 5-mal gehabt. Dann habe ich online bei Hepsiburada, das ist hier sowas wie Amazon, habe ich einen Shop gefunden, der hatte 5 Schlösser zu einem guten Preis, habe den da bestellt, ja, und ein paar Tage später kam ein Päckchen, also so ein Brief mit so einer Folie und da drin war eins dieser Schlösser. Ein einziges. Ich habe 5 Stück bestellt, ja. Genau, ein Stück. Gut, ich habe mir nichts bei gedacht. War öfters schon so, dass mal irgendwie erstmal was geschickt worden ist, damit die einen Nachweis haben bei dem Versender, also bei dem Shop, ja, bei Hepsiburada, dass das rausgegangen ist, angekommen ist. Oft kam dann einen Tag später oder 2 Tage später da das neue, die Nachlieferung sozusagen. Dann habe ich es ein paar Tage vergessen. Und dann war schon über eine Woche rum und dann habe ich den Händler mal angeschrieben und habe also im türkischen Übersetzer und habe geschrieben, hallo, hier, da ist nur ein Schloss mitgekommen, habt ihr vielleicht die anderen 4 vergessen? Und dann hat er sich erst nicht gemeldet, ja, und die haben immer eine 24 Stunden Zeit, um sich zurückzumelden. Dann hat er sich irgendwie 5 Minuten, bevor diese 24-Stunden-Frist vorbei war, gemeldet und gemeint, ja, versteht das nicht, was wäre denn die Nummer, ja? Und aber die Nummer ist doch im Sachverhalt. Man meldet den quasi in dem Shop. Da steht oben die Nummer drin. Dachte ich so, naja, vielleicht kann das bei sich irgendwie nicht lesen oder so. Habe ihm geschrieben, die Nummer ist so und so. Hat er sich wieder 24 Stunden nicht gemeldet. So ging das dann hin und her. Dann habe ich gemeint, schick doch mal einen Screenshot, schick doch mal ein Foto von dem Schloss und bla bla bla. Und es ging immer hin und her, hin und her. Ich habe gesagt, was ist der dumm oder was? Ja, was soll das denn? Warum zieht er das denn so in die Länge? Und dann war dann der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, jetzt reicht's mir. Ich will mein Geld wieder haben. Das ist ja über Hepsiburada verschickt worden. Bin dann in deren Support gegangen und dann hat sich herausgestellt, wenn die Lieferung länger als 2 Wochen her ist, und das war dann nämlich 15 Tage oder 16 Tage her, dann hat Hepsiburada nicht dieses Geldrückgaberecht, sondern man muss das dann quasi mit dem Verkäufer klären. Ich habe den dann nochmal mehrmals angeschrieben, habe gesagt, ihr soll das jetzt bitte schicken, hat sich einfach nicht mehr zurückgemeldet, hat auch diese Anfrage ins Nichts laufen lassen. Da hatte dann auch dieser Shop geschrieben, der hat nicht geantwortet. Ja. Und dann habe ich nochmal über den Support von Hepsiburada einen Fall aufgemacht und gesagt, hier, das ist der Sachverhalt, da kam nur ein Schloss. Ich habe mit dem geschrieben, der hat sich da dumm gestellt. Ja, dann haben die aber gesagt, tut mir leid, Fall ist geschlossen, wir können das nicht zurückerstatten, das hätte innerhalb von den ersten 2 Wochen passieren müssen. Jetzt sind die 2 Wochen rum. Jetzt ist es meine Aufgabe, diesen Verkäufer quasi da jetzt ja zu anzuzeigen, verklagen, was auch immer. Kann ja auch dumm sein, ich weiß es nicht. Oder es ist ein Missverständnis. Es geht hier um nicht mal 40 Euro. Es sind 4 Schlösser, die fehlen. Die waren relativ günstig da. Wären es gewesen, ich glaube 8 Euro das Stück oder so. 4 mal 8 gibt 32, ne? Genau, 32 Euro geht's, damit reiße ich mir natürlich kein Bein aus, ja. Aber das stinkt halt sehr fies nach Betrug, ja. Ich habe dem Händler jetzt auch
eine Ein-Sterne-Bewertung gegeben bei Hepsiburada. Das konnte ich noch machen und dann genau schreiben, was da schiefgelaufen war und dass die Leute aufpassen müssen. Und da mache ich euch jetzt im Prinzip jetzt mal ein paar Tipps. Ja, wenn ihr hier was bestellt oder auch in Deutschland oder woanders was bestellt und das ist nicht so, wie ihr es haben wollt, dann macht am besten Fotos, ja, von der Ware, von dem Umschlag und den Umschlag am besten auch aufbewahren, damit ihr es auch noch im Nachhinein vielleicht fotografieren könnt oder auch nachweisen könnt. Das hätte ich nämlich machen können. 5 von diesen Schlössern wären dann nämlich nicht reingegangen. Es war so ein ganz kleiner, flacher Umschlag. Da stand auch das Gewicht drauf und da hätte man ganz klar sehen können, hey, das kann nicht sein, das haut nicht hin. Ja. Und dann sofort, wenn was nicht stimmt, bei dem Shop einen Fall aufmachen, einen Support schreiben und sagen, hey, hier, da fehlt was, Foto vom Umschlag, Foto vom Inhalt mit dranhängen und sagen, hier, das ist nicht richtig da, bitte Geld zurück oder halt Ware innerhalb von 2 Tagen nachliefern, ja. Und dann wäre es okay gewesen. Ich war halt jetzt zu vertrauensselig, weil das hier leider ein paar Mal schon vorgekommen ist, dass du kriegst irgendeine Lieferung und dann kommt das Richtige hinterher, weil die ihre Zeiten einhalten wollen, ja. Das ist aber natürlich nicht in Ordnung. Die müssen halt die Ware so schnell liefern, ja. Ich hatte auch mal einen anderen Fall, das war richtiger Betrug, da war ich zum Glück schnell genug. Da hatten wir für draußen hatten wir Gartenmöbel bestellt, ja. So für, wir haben gedacht, wir haben hier in den Läden nichts gefunden, was uns gefallen hat. Dann habe ich gesagt, komm, für den Sommer, das war Anfang letzten Sommers oder so, da bestelle ich einfach was Günstiges. Ich glaube, es war für 500 Euro oder so, so ein Außensitzset aus Plastikmöbeln bei Hepsiburada und dann ist das schon okay. Und dann kam nach ein paar Tagen ein kleiner Umschlag mit nichts drin. Also ich habe den angenommen, der Paketbote, ich sage, was habe ich da bestellt? Ein paar Batterien, manchmal bestelle ich mir so Batterien für irgendeine Fernbedienung oder sowas, so flache. Und ich sage, was habe ich denn da bestellt? Mach den Umschlag auf, es ist nichts drin. Und dann plötzlich kriege ich eine Nachricht von Hepsiburada, ja, ihre Couchgarnitur ist gerade geliefert gekommen. Und ich sage, aha, okay, das ist ja wohl richtiger Beschiss, ne? Und da habe ich die auch angeschrieben, hatte gesagt, hier zu, guck mal, da ist nur dieser Umschlag gekommen. Da steht auch drauf im Versand, das wiegt nur irgendwie 20 Gramm. Das ist keine Couchgarnitur. Und dann haben die mir damals innerhalb von 2 Tagen oder 3 Tagen, glaube ich, das Geld wieder zurückerstattet. Ja, und haben den auch gesperrt, den Verkäufer. Das war ein richtiger Betrugsversuch, weil die wahrscheinlich gesehen haben, ausländischer Name. Wir probieren das einfach mal. Vielleicht wird das irgendwie im Treppenhaus abgelegt oder die legen es vor die Tür. Die Leute wissen nicht Bescheid, sind vielleicht gerade nicht da. Und dann geht halt auch diese 2-Wochen-Frist da ins Lande und die machen das mit 20 Leuten parallel und dann setzen die sich ab und haben sich vielleicht mit der falschen Identität da auch angemeldet. Ich bin ein einziges Mal in Deutschland betrogen worden, da ärgere ich mich bis heute noch, konnte ich aber auch nichts machen. Da habe ich eine gebrauchte Kamera gekauft, ja, eine Sony, die ich auch als Zweit-Vlogging-Kamera haben wollte. Heute habe ich ja hier ein Smartphone, damals waren das noch so kleine Kompaktkameras, mit denen man halt auch mal vloggen konnte, ja. Und dann hatte ich bei eBay Kleinanzeigen geguckt und hatte die gefunden und die war auch so, was ich, 40 Euro nur billiger als die Konkurrenz, ne. Habe ich den angeschrieben und dann hat er gesagt, ja, ich bin ja weiter weg, sehr schwierig mit dem Vorbeikommen und so, ich kann dir die auch zuschicken, ja, das wäre ja super und so. Was habe ich denn für eine Sicherheit? Ja, hier ist meine Kontonummer, mein Name und mein Personalausweis. Den hat er dann als Foto geschickt, Vorder- und Rückseite. Und dann habe ich gedacht, naja gut, kann ja nichts schief laufen. Das Konto läuft ja auch auf den Namen von dem Perso. Und habe dann das Geld dahin überwiesen. Und dann hatte er mir sogar die Versandnummer geschickt. Ja, hatte quasi ein Päckchen in die Packstation gepackt. Ja, aber es war gar kein Päckchen drin. Der hatte quasi ein Päckchen vorfrankiert, ist zur Packstation gegangen, hat die Klappe aufgemacht, wieder zugemacht und das war's. Da kam kein Päckchen. Und dann habe ich gefragt, wo bleibt denn das Päckchen? Wo bleibt denn das Päckchen? Da steht im Verlauf, konnte man ja bei der DHL gucken, ja, da ist nichts unterwegs. Ja. Und dann hat er sich irgendwann nicht mehr zurückgemeldet nach ein paar Tagen. Und dann habe ich da für ihn gedroht und so und er hat nie wieder sich zurückgemeldet. Und dann habe ich den Namen gegoogelt. Eine Woche später und dann kam raus, dass mit dieser falschen Identität mehrere Konten eröffnet worden sind bei verschiedensten Banken und ganz, ganz viel Internetbetrug gemacht worden ist mit iPads, mit iPhones, mit Kameras, mit Computern, mit was weiß ich was alles. Alles, was man halt verschicken kann,
in einem Päckchen, ja, oder Paket, ja. Und da lief dann auch Ermittlungen, aber es verlief alles im Sand, das konnte ich dann alles auch weiter googeln. Das war dann eine Identität, mit denen die ganz viel gemacht hatten. Die haben das einen Monat lang irgendwie laufen lassen, ja, und haben jemanden den Personalausweis tatsächlich geklaut und haben jemanden gefunden, der so ähnlich aussieht. Der ist dann irgendwo zur Bank gegangen, hat Konten eröffnet. Und dann ist das alles auf die Konten und das wurde von den Konten sofort runtergezogen, irgendwo anders hin überwiesen und das war's dann. Ja. Und das waren die einzigen Fälle, wo ich mal beschissen worden bin im Versand. Ja. Und das passiert hier auch. Und hier passiert es ein bisschen häufiger als in Deutschland. Weil in Deutschland über Amazon ist mir das nicht wirklich passiert. Da hatte ich einmal eine Sache, da wollte jemand eine Ware nicht zurückgeben. Ich hatte was bestellt und das war nicht so wie angepriesen. Da habe ich gesagt, tut mir leid, das ist nicht in Ordnung, das schicke ich wieder zurück. Und da haben die dann rumgezickt. Ja. Das war aber dann nicht der Versand über Amazon, sondern auch von einem Subhändler. Aber die haben irgendwann nach 2 Wochen, nachdem ich rumgestänkert hatte und einem Anwalt gedroht hatte, haben die dann doch tatsächlich mir das Geld wieder zurück überwiesen. Ja. Und ja, also passt hier auf, ne? Wenn ihr eine Lieferung bekommt, die nicht so ist wie abgesprochen, sofort beim Händler, also oder beim Shop, ein Verfahren eröffnen, mit dem Google-Übersetzer das machen. Was ich mittlerweile öfter nutze bei so Fällen ist ChatGPT. Da habe ich eine Vollversion, die habe ich mit der Firma gebucht für 20 Euro im Monat. Ich benutze das auch für Newsletter und solche Sachen. Und da kann man dann auch sowas sagen, hier, hallo, ich habe den und den Sachverhalt. Ich will mit einem Online-Shop schreiben, kannst du mir das bitte auf Türkisch übersetzen? Dann ist es noch treffender, als wenn ihr es einfach nur in Google-Übersetzer tippt. Und der das dann halt ohne den Gesamtzusammenhang zu verstehen macht. Ja. Und was habe ich jetzt gemacht? Ich bin jetzt hier in den Mavi-Markt gegangen, in den blauen Markt hier unten. Die haben auch sehr günstige Schlösser. Hatte 4 Stück jetzt noch dazu gekauft, nicht die gleichen, also unterschiedliche. Und die Dame an der Kasse hat sich kaputt gelacht, dass jemand 4 Schlösser auf einmal kauft. Das hat die noch nie gesehen.